Oh, er hat einen Jetpack. Er hat einen Jetpack. Geil. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite. Bevor das Video jetzt losgeht, muss ich erstmal auf jeden Fall sagen, dass ich diese Idee nicht mir selbst ausgedacht habe. Also das, was ich jetzt hier zeige, habe ich nicht selbst rausgefunden, das hat jemand anders rausgefunden. Aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie cool und ich dachte, das muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Denn ein Typ hat eine Route rausgefunden, mit der man 999 Holz innerhalb von einer Minute hinkriegt. Also nach einer Minute Farm hat man schon 999 Holz, wenn alles gut geht. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal hinfliegen und euch die Route zeigen. Ich werde auch eine Stoppuhr für mich selbst nehmen und vielleicht schlagen wir ja seine Zeit. Ich hab keine Ahnung, vielleicht haut es ja hin, vielleicht wird es richtig gut. Habe ich auch eine Stoppuhr? Ey, ich bin mega gespannt, wie es hingehauen wird. Okay, erstmal natürlich, ich habe den Punkt schon markiert, wo ihr hinfliegen müsst. Ihr müsst da zu diesem Baum hinfliegen und ihr müsst doch bestenfalls oben landen. Und die Zeit beginnt für mich, sobald ich lande. Sobald ich lande, beginnt die Zeit. Oh, es sieht nicht nach einem guten Flug aus. Ich muss noch nach da vorne hin. Ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Okay. Ist hier ein anderer bei mir? Ah, einer. Fuck. Und die Zeit beginnt ab jetzt. So. Okay. Mangt erstmal diesen Baum hier weg. Total easy. Total easy. So. Dann läuft man hier runter. Nimmt das damit. So. Auch easy. Ich habe ein paar Hiebe verhauen. Nimmt man das. Zack. 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 So. Der Sprung war gut. Der Sprung war gut. Ich glaube, das Wichtigste ist die Bewegung, dass man auch jeden Hieb trifft. Ich habe jetzt schon ein paar verhauen. Aber macht er nichts, macht er nichts. So, da vorne ist ein Gegner. Der will bestimmt mich töten, ne? Ja, er kommt auf mich zu. Grab. Ich hab keinen Bock auf den. Ich sag jetzt eh erstmal nur die Route. So. Das Holz hier nochmal mit, das kann man im Grunde schneller machen. Wenn man nicht darauf achten muss, wo ein Gegner ist. Dann nimmt man den Baum hier mit. Dann wird man geschossen von Jerome. Stück mal eine Nate. Stück noch eine Nate, komm. Ja, er trifft mich sogar von der Distanz. Und dann wurde ich von rechts gesniped. Wow, ey. So ein Vollhorst. Hatte nicht gesehen, dass ich einen Weltrekord aufstellen wollte. Die Pumpgun, ne? Manchmal ist sie der größte Freund, macht so solide Schaden und manchmal macht die einfach nur 20 Schaden. Und Bacchus 40 hat einfach die Runde seines Lebens. Oh, jetzt habe ich null damit gerechnet. Okay, ist egal. Ist egal, ist egal. Hier ist wirklich keiner. Okay, wow, 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 schnell, schnell, schnell. Das Metall benutze ich direkt schon, ist mir egal. Ich muss da vorne hinkommen. Geil, okay. Und es beginnt jetzt. So, komm, wir machen den Weltrekord, Weltrekord, Weltrekord. Oh, eigentlich verpasst. Okay, so viel dazu zum Weltrekord. Komm. Komm, komm, komm. Gut, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den großen Baum wegmachen. Zack, 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 zack. Schnell, 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 schnell. Okay, 38 Sekunden. Okay, okay, okay. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Oh Gott. Hier lang. Okay, schnell, schnell, schnell. Ah, schnell. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe was übersehen. Ich glaube, ich habe was übersehen. Oh nein, ich hab's auch gar nicht in einer Minute. Hier hin und. Kommt's hin? Oh Gott, es kommt nicht hin. Es kommt ganz knapp nicht hin. Oh Gott, aber das ist die Route. So, so. Cheaten wir uns jetzt noch ein bisschen. So, 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 so. Zeit. 1,22. 1,22. Wenn man diese Route perfekt hinkriegt, kann man das halt wirklich locker in. Eine Minute hinkriegen. Dammit, aber es war halt wirklich Glück, hier war niemand. Ich hätte es eigentlich hinkriegen müssen. Dammit, ja. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen Zeit verloren, weil ich wollte so einen Sprung machen. Hier, so einen Sprung, wo ich kein Momentum verliere. Und ich hätte vielleicht auch noch hier langlaufen können. Ach, keine Ahnung. Aber gut, mit diesem Trick kriegt ihr auf jeden Fall das Maximale an Holz hin in einer richtig, richtig kurzen Zeit. Also falls ihr mal eine Challenge oder so machen wollt, ist das wirklich der beste Weg. Also ihr landet hier oben bei diesem Baum. Da. Ihr hackt den kaputt. Pam, 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 pam. Ihr jumpt runter, zapp. Ihr macht hier dieses Ding weg
Könnt hier nochmal im Springen ein bisschen Holz. So, nimmt das weg. Ich glaube, das hier muss man mitnehmen. Genau, das habe ich verpeilt. Das hier ist Teil der Route. Das habe ich komplett übersehen. Deswegen hat mir am Ende auch ein bisschen gefehlt. Macht hier den Baum weg, macht hier das weg. Läuft hier weiter. Man kann vielleicht hier sowas machen. Sowas machen, weil da verliert man ja keine Zeit. Macht man hier noch sowas. So, macht hier die Paletten weg. Macht hier das weg. Das ist ja ein Baum. Hier die Paletten. Zack. Und dann hat man 1000 Holz. Ist wirklich eine starke Methode. Ich habe mit Stan ja schon echt oft versucht, wirklich viel Holz zu sammeln für irgendwelche Challenges. Und ich glaube, diese Route, hätten wir die gewusst, hätten wir ein bisschen mehr hingekriegt in den ganzen Challenges. Also, ist schon ziemlich stark. Ich habe jetzt hier mehrere Truhen übersehen, aber ich muss laufen. Weil, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese Runde noch gewinnen möchte. Und am schnellsten geht es natürlich, wenn ihr einen Lama finden würdet. Also, wer einen Lama findet, aber es zählt nicht. Also, jetzt zu sagen, ja, findet einfach einen Lama, ist ja ein bisschen cheaten, weil ich meine, Lama kannst du ja nicht kalkulieren, dass das irgendwo ist. Kalkuliert die schnellste Route, Moisty Meyer und 1,22. Ja, es geht schneller, Mann. Das geht schneller. Ihr könnt ja auch mal die Route ausprobieren. Und falls ihr eine schnelle Zeit hinkriegt, könnt ihr mir ja davon einen Screenshot mal auf Twitter schicken. Auf Twitter heiße ich Badua Twitter, könnt ihr mal reingucken. Und ich glaube, ich werde so ein Video nochmal machen, aber mit Stein und mit Metall, und die Route dazu werde ich mir dann selbst ausdenken. Also wie man am schnellsten Metall auf 999 kriegt, wie man am schnellsten Stein auf 999 kriegt, halt die schnellsten Routen dafür. Ich glaube, das könnten coole Videos werden. Ja gut, den treffe ich nicht von der Distanz. Cool. Aber da oben ist ein Gegner. Okay, baut sich da ein Turm, was nicht so smart ist, weil die Zone halt nicht da ist. Aber wenn er möchte, kann er es ja gerne machen. So, meine Schüsse haben jetzt meine Position verraten, das heißt, irgendwer kommt bestimmt zu mir. Wo ist er denn? Kann ich so blind sein? Er schießt und ist nicht zum Baum. Ja. Oh, er hat einen Jetpack. Er hat einen Jetpack. Geil. Hatte ich ja noch gar nicht, ehrlich gesagt. Der Typ sniped da oben von seinen Elfenbeinturm auf mich. Aber wird gerade engaged, glaube ich. Ja. Okay, dafür legen wir dann mal das weg. Okay, wie funktioniert das Jetpack? Moment. Was? Drücke Luft. Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist der Jetpack nice. Holy! Und mit dem Jetpack kann ich doch eigentlich auch so hohe Türme bauen, wie ich will, ne? Was soll mir passieren? Pam! Nichts passiert mir! Jetpack, hell yeah! Mega gut! Und wieso hat er sich hier auf den Turm gebaut? Der ist nicht in der Zone. Aus der Pforte. Ja, Fallschaden ist der kleinste Feind im Spiel jetzt. Ich habe ein Jetpack. Ich glaube, Jetpack ist am nicesten, wenn man das als Überraschung einsetzt. Hier vorne kämpfen direkt welche. Ja. Okay, ich nehme mal die Minis noch mit. So. Granatwerfer ist schon nice, ne? Machen wir es mal so. Ich fühle mich halt nur mit der Pump nicht so hundertprozentig wohl. Weil wenn ich damit choke, choke ich halt richtig hart. Aber Jetpack ist schon richtig geil. Holy! Da unten sind welche. Oh Gott. Ah, nein! Okay, das Jetpack geht nicht ewig. Mir ist einfach der Saft ausgegangen. Das ist einfach runtergekracht. Auf dem Rücken muss man, glaube ich, gucken. Da sieht man so ein Symbol. Da sieht man, wie viel Power man hat. Ja, ich war zu leicht. Ich war zu leichtfüßig. Okay, Jetpack ist ja lustig. Die Route, ich hoffe, die habt ihr euch gemerkt. Ansonsten könnt ihr nochmal die euch so angucken. Wie gesagt, da landen, runter, runter, runter und da lang. Und es ist eine sehr coole Route. Wenn ihr ausprobieren wollt, macht's mal bitte und schreibt mir mal eure Zeit in die Kommentare. Beziehungsweise nicht in die Kommentare. Schickt mir einen Screenshot. Nee, schickt mir. Ich könnte es im Grunde doch. Na, ich weiß es nicht. Ihr müsst irgendwie eine Stoppuhr machen, weil die Leute werden halt lügen. Ich weiß, die Leute lügen werden und schreiben, ich habe das in 40 Sekunden geschafft und sowas. Leute lügen halt sehr gerne. Damn it, das ist ein Jetpack, war ärgerlich. Okay, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.